Schienenreinigungswagen von Tillich. Hallo Modellbahnfreunde, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Andi von Bahntassi und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Modellbahnkanal. Viele von euch kennen das Problem, die Anlage ist schon fertig oder auch nicht, aber man möchte mit dem Zug fahren und es gibt ständig Aussetzer, das Licht flackert bei den Wagen oder halt die Loks bleiben sogar stehen. Oftmals ist es der Grund, dass die Gleise verdreckt sind bzw. oxidiert sind und damit einen schlechten Kontakt zur Lok haben. Es kann natürlich auch an den Laufrädern liegen, aber ich möchte mich in dem Video mal um die Gleise selber kümmern. Was kann man machen? Es gibt ja diese teuren Lösungen, wo dann direkt auch weggebürstet wird und es gibt diesen Schleifwagen hier von Tillich. Den möchte ich mit euch jetzt dann gleich mal aus der Nähe anschauen und dann würde ich sagen, gehen wir runter auf die Anlage und beseitigen meine Kontaktschwierigkeiten. Als Basis für den Schienenreinigungswagen dient ein gedeckter Güterzugwagen des Typs GLX. Dabei steht das große G für einen gedeckten großräumigen Wagen. Der Kennbuchstabe kleines L bedeutet mit mindestens 26 Quadratmetern Ladefläche und 15 Tonnen Zuladung. Und das kleine X, das steht für eine Einheitsbauart mit fest eingebauten Vorsitzwänden. Schauen wir uns mal kurz die Beschaffenheit des Schleifers an. Wenn wir jetzt hier den Schleifer uns mal anschauen. Das ist so ein relativ fester, ja, so Stein halt. Der kann wahrscheinlich auch sich verbrauchen oder wird sich wahrscheinlich auch verbrauchen. Und wir haben jetzt hier eine Federung. Das heißt, das Schleifpad ist gefedert und soll damit eigentlich immer einen Anpressdruck auf die Gleise bringen. Ausgetauscht werden kann es über diese zwei Schrauben hier. Wenn wir die lösen, können wir dieses Schleifpad auch austauschen. Und hier sehen wir den Träger des Schleifpads. Das ist so eine schwarze, ja, so eine schwarze Unterbau. Da kann es schon mal vorkommen, dass der mal verloren geht, dass das mal abgeht. Den kann man recht gut mit einem Heißkleber wieder festkleben. Geht recht simpel, gar nicht so schwierig. Aber wir sind jetzt eigentlich so weit durch, haben uns den Wagen jetzt angeschaut und ich würde sagen, wir gehen jetzt runter in den Keller und probieren das Ganze mal aus. Bevor ich den Schienenreinigungswagen hier auf die Reise schicke, möchte ich jetzt euch noch kurz demonstrieren, was das eigentliche Problem ist. Das heißt, ich werde die Dampflok hier fahren lassen, weil die hat zwei Stellen, wo sie so ein bisschen gehakt hat. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Und dann schicken wir hier den Schienenreinigungswagen ins Rennen und dann schauen wir mal, was passiert. Ich würde sagen, wir fangen an. Der Test wird von der 503548 der Deutschen Reichsbahn durchgeführt. Bis jetzt läuft sie noch ganz sauber. Auch durch den Schrank sieht es gut aus. Hier war eine Stelle. Da ist er gleich ganz liegen geblieben. Okay. Schicken wir sie mal weiter. Da gab es auch eine Stelle. Das kann aber auch an der Weiche liegen. Das muss man dann mal schauen. Ich glaube, jetzt müsste noch eine Stelle kommen. Da hat sie auch mal ein bisschen gehakt. Da, genau. Da war auch ein kleiner Aussetzer. Okay, gut. Das soll es jetzt erstmal für die Runde gewesen sein. Ich stelle jetzt den Schienenreinigungswagen hier mal drauf und jetzt teste ich den mal. Man sieht, der hat Widerstand zum Gleis, so soll es ja auch sein, weil sonst würde er nicht schleifen. Und wir kuppeln den jetzt hier einfach mal an und dann lassen wir die Lok von der DB Netz arbeiten. Ich sehe gerade, die DB Netz hat eine andere Kupplung dran. Die hat so eine
Kupplung ohne den Haken, weil der eigentlich hier an diesen Schienenreinigungswagen mit dranhängt. Gut, dann machen wir es anders. Dann ersetzen wir jetzt hier die Lok durch eine andere 218. Aber ich baue jetzt nicht erst die Kupplung um. Und gut, dann lassen wir es ja mit der anderen 218 fahren. Den Sound von der 218 lasse ich jetzt mal aus, weil wir wollen ja hören, was eventuell an Schleifgeräuschen kommt. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Ich denke mal, zu schnell ist vielleicht auch nicht gut. Ups, und da haben wir den Wagen verloren. Die Cottbusser 218, die steht jetzt auf dem Gleis, der Wagen ist angekuppelt und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Die Anfahrtverzögerung ist normal, also bis jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass der Wagen stark bremst, aber ich denke mal, um eine Schleifwirkung zu haben, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt zu schnell drüber fahren. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Oh, der Wagen entgleist, das ist nicht gut. Ich habe den Wagen jetzt wieder aufgesetzt und wir fahren jetzt weiter, weil es ist ja ein Test, von daher schauen wir mal, woran das dort liegt an der Weiche. Vielleicht ist es ja auch an anderen Weichen auch so. Es kommen ja noch ein paar. Bis jetzt merkt man nichts, dass es irgendwie ein schweres Gewicht wäre. Ist es aber wahrscheinlich. Jetzt kommt eine der Stellen, wo es mal gehakelt hat. Jetzt kommt die nächste Weiche, jetzt wird es interessant. Die hat sie gemeistert. Auch diese Weiche wurde gemeistert. Also man merkt schon, dass der Wagen deutlich unruhig da hinten hängt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass eben einfach zu viel Gegendruck auf den Gleis herrscht. Jetzt kommt die nächste Stelle, wo es gehakelt hat. Hier läuft es gut durch. Auch hier hat die Lok ein bisschen gehangen. Da fährt die 218 super drüber. Und auch hier wieder entgleist der Wagen. Das Entgleisen habe ich jetzt gleich mal genutzt. Ich habe jetzt den Wagen mal runtergenommen. Und man sieht jetzt hier deutlich schon die Schleifspuren von dem Stein halt. Also der Stein hat halt schon das Muster der Gleise aufgenommen. Es könnte natürlich sein, dass wenn man jetzt hier seitlich schaut, dass jetzt hier schon so kleine Narben reingezogen sind. Auf zur Runde 2. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Auch hier entgleist er wieder. Ich lasse den Wagen jetzt mal einfach so per Hand über die Weichen fahren und mal gucken, was da passiert. Also man merkt jetzt hier an der Stelle, gibt es auf einmal einen wirklich festen Widerstand. Aber er folgt immer noch dem eigentlichen Gleis. Und hier fährt er auch ganz normal drüber. Also offenbar könnte es damit zu tun haben, dass wenn ich jetzt einen Druck oben auswirke, dass er dann ganz normal drüber fährt und wenn der Druck fehlt, entgleist. Jetzt schaue ich mal, was passiert, wenn ich den Wagen schiebe. Er folgt immer noch. Und auch hier funktioniert es. Also er entgleist offenbar jetzt nur, wenn die Lok vorne dran hängt. Wir drehen den Spieß jetzt einfach mal um und wir fahren mit Wagen voraus, weil theoretisch macht das ja sogar Sinn, weil wenn der Wagen nämlich vorausfährt, dann schleift er ja dann den Weg für die Lok frei. Wir fahren jetzt mal weiter. So, wir nähern uns jetzt der Weiche. Ja, so rum funktioniert es. Also offenbar hat es was mit der Aufnahme von der Kupplung zu tun, dass der Wagen ausgehebelt wird und dann halt dem falschen Gleis folgt. Mal gucken, wie sich das jetzt im weiteren Verlauf verhält. So, da ist er wieder. Und jetzt kommen gleich die Stellen, wo es wieder spannend wird.
Eiche gemeistert. Man hört auch deutlich die Schleifspuren. So, es kommt gleich die nächste Stelle, wo der Wagen entgleist ist. Hier fährt er super drüber. Er hat kurz gehakt, aber er hat die Weiche auf jeden Fall gemeistert. Also so rum scheint es auf jeden Fall besser zu funktionieren, als wenn der Wagen hinten dran hängt. Ja, ein bisschen zu früh ausgemacht. Man sieht auch hier, der hat auch wieder die Weiche gemeistert. Ich würde sagen, ich lasse ihn noch 2-3 Runden drehen. Und dann stellen wir die Dampflok wieder drauf. Ja, so sieht das Schleifbett jetzt aus. Es ist deutlich schwarz geworden. Das heißt, die Oxidschicht, die ist auf jeden Fall ja, runtergeschliffen worden. Also es sieht jetzt schon besser aus als vorher. Und jetzt würde ich sagen, stellen wir die Dampflok drauf und schauen, was passiert. Ich habe jetzt doch umgebaut, das heißt, ich habe jetzt hier an der Seite habe ich hier eine andere Kupplung angebaut. Das heißt, dass die Kupplung hier ganz normal ranpasst, das ist eine Tillichkupplung. Und hier auf der anderen Seite habe ich so eine feste Kupplung halt dran gemacht. Das heißt, dass halt hier der Staubsauger hinten das alles aufsaugt, was jetzt von abgeschliffen wird, beziehungsweise was auf der Strecke liegt. Und parallel dazu, wie gesagt, hier werde ich jetzt das Gleis 4 reinigen, was dann eigentlich auch das Hauptgleis ist. Und die Dampflok 01 wird jetzt hier den Test machen und wir schauen mal an, ob die jetzt besser läuft. So, wir lassen die Dampflok losfahren. Wir starten jetzt einfach mal den Test und lassen die 01 losfahren. Super, hängt gleich am Anfang, das ist nicht gut. Die 50 macht jetzt leider gerade Probleme, also der Decoder, der ärgert ein bisschen, das heißt die Lok ruckelt ein bisschen und ich bin mir jetzt nicht sicher, was mit der Lok ist und bevor irgendwas schief geht, habe ich die jetzt erstmal aus dem Test ausgeklammert und wir setzen den Test fort mit der 01 hier. Die ist umgebaut von analog auf digital, das heißt die hat komplett eine neue Platine erhalten und ist jetzt ausgerüstet mit einem neuen Decoder. Und jetzt schauen wir mal, ob die fährt, beziehungsweise ob die jetzt an den Stellen super durchkommt, da wo die 50er gehagelt hatte. Unsere 01er steht jetzt hier auf Gleis 1 und wird jetzt gleich ihre Runden drehen. Das heißt, wir werden sie gleich ausprobieren und dann schauen wir mal, ob sie super funktioniert. Okay, es geht los. Hinten, naja gut, das sind diese alten Motoren, das klingt nach Schleifgeräusch. Sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Der Berg ist gemeistert. Das sieht alles gut aus. Ja, die 01 da hinten, die dreht ihre Runden ohne zu hakeln und ich würde sagen, wir schicken jetzt dann auch die 218 der Bahnbaugruppe auf die Reise. Der Staubsauger arbeitet.
Jetzt geht es gleich hinten auf die Weichenstraße drauf. Da ist er auch sauber drüber gekommen. Und auch die Weichenstraße ist sauber gelaufen. Jetzt haben wir gleich nochmal eine Stelle, wo die 50er gehangen hat. Da fährt sie sauber drüber. Und auch hier die Stelle meistert sie super. Die Weichenstraße. Und jetzt sieht es richtig gut aus. Also die läuft richtig gut, die läuft super, die läuft sauber. Hier hakelt gar nichts mehr. Also die Strecke ist gereinigt und ja, hat wohl funktioniert. Und hier, wie gesagt, wird noch das rechte Hauptgleis noch gereinigt. Denk mal, dass man das Ganze dann noch auf Gleis 3 wiederholen kann. Und dann ist meine Anlage soweit wieder gereinigt. So, es wird Zeit, jetzt den Test langsam zu beenden, weil hier meine Schienenreinigungswagen hat es schon ein paar Runden gedreht. Und die kommt jetzt hier rein auf Gleis 3. F4 ist es ja, okay. Und jetzt warten wir noch auf die 01er und dann würde ich sagen, Test bestanden. Das kann man jetzt schon an der Stelle sagen, glaube ich. Ich würde sagen, der Schienenreinigungswagen von Tillich, der tut, was er soll. Man sieht es ganz deutlich. Wir können uns dann gleich nochmal anschauen, wie jetzt der Schleifstein ausschaut, weil er hat ja jetzt schon ein paar Runden gedreht. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch ganz kurz, wie der Schleifstein ausschaut. Also der hat wirklich an Farbe zugelegt. Der ist sehr, sehr dunkel geworden. Die Furchen sind nicht sehr tief geworden, das heißt also, das passt eigentlich alles noch und der wird noch einige Runden drehen können, um zu reinigen. Was jetzt natürlich noch interessant wäre, diese Schleifsteine hier kann man ja auch austauschen, wann die Schleifwirkung verloren geht, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Schleifstaub auch irgendwann das zusetzt und da müsste man aber gucken, wahrscheinlich kann man das mit so einem Reinigungsflüssigkeit, kann man das wahrscheinlich, oder Reinigungsdestillat heißt es richtig, auch reinigen, dass man die Schleifsteine wieder etwas sauber bekommt. Man kann damit auch die Gleise selber reinigen. Das heißt, nach dem Schleifen oder sowas, dass man da nochmal drüber fährt mit einem Tuch halt einen Fussel rein und dann kann man eigentlich so den Schleifstaub bzw. auch die Oxidation schön gut entfernen. Test bestanden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zu diesem Schienenreinigungswagen, würde mich freuen davon zu lesen und ansonsten tschüss und bis bald und bis zum nächsten Mal, euer Andi von Bantasy. Macht's gut, ciao!